Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter.
Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Garnons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Garnon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Garnon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Garnons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Weise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf.